Ja, wenn ich ein Ranking machen könnte mit den Top-Fragen aller Top-Fragen, die die Frauen haben in Sachen Beziehung, dann würde ich auf Platz 1, 2 und 3 im Moment setzen. Wie in aller Welt kann ich nur Bewegung in die ganze Sache bringen? Meine Antwort ist, es braucht in dir eine Mischung aus Sherlock Holmes, Mutter Teresa und Jürgen Klopp. Wenn du denkst, die ist bekloppt. Nein, 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 bin ich nicht. Warum? Also, was es braucht für Veränderungen und gerade wenn es um Veränderungen in der Beziehung geht, Beziehung hat diesen Problemcharakter, Beziehung ist einfach ein Problemkind. Und dieser Problemcharakter entsteht dadurch, dass all unsere Muster aus unserem Unterbewusstsein, je näher wir einem anderen Menschen kommen, desto mehr kommen die zum Tragen. Und in unserem Unterbewusstsein ist halt all das Zeug gespeichert, was uns wehgetan hat, wo wir das Gefühl hatten, wir wissen keine Lösung, keinen Weg, unsere Gefühle werden nicht angenommen, wir bekommen nicht die Liebe, die wir brauchen, das alles ist da unten. Und wir haben da so, wie soll ich sagen, so Riesengewichte draufgelegt, dass das bloß nicht hochploppen kann. Das ist ein Mechanismus, der in uns eingebaut ist. Weil das so wehgetan hat, gibt es im Unterbewussten diese Gewichte, die es da drauflegt und sagt, das sollst du nie wieder fühlen. Da in diese schwierige Geschichte sollst du nie wieder rein, weil als das passiert ist, hast du gar keinen Weg gehabt, wie du damit umgehst. Wenn du jetzt in Beziehung kommst, dann willst du näher, du willst quasi tiefer tauchen, weil du ja lieben willst. Und wenn du tiefer tauchst, kommst du in die Region von all diesem Zeug. Deswegen ist Beziehung dieses Problemkind. Jede Beziehung, die echt ist, die nach wirklicher Nähe strebt, bringt dich mit all diesen, ja, mit diesen, wie soll ich sagen, Ausgestoßenen in Kontakt, die halt so schwer zu akzeptieren sind. Und nicht nur mit deinen, sondern auch mit denen von deinem Partner. Und das ist aus meiner Sicht, jetzt seit über 25 Jahren bin ich Paarcoach. Ich arbeite im Moment mit Tausenden von Frauen in meinen Programmen. Also ich glaube, wenn ich ein Thema wirklich rauf und runter nach hinten und vorne studiert habe, ist es das Thema Beziehung und ist es das eigene Innere. Und ich kann dir nur sagen, wenn du Nähe möchtest, träume nicht von einem idealen Partner, mit dem das geht. Es wird ihn nicht geben und du wirst ihn nirgendwo auf dieser Welt finden, weil da sind Magnetkräfte am Werk, die immer dafür sorgen, dass du genau den anziehst, der zu dem, was du da unten weggedrückt hast, mit dem, was er da drunten weggedrückt hat, passt. Da ist so viel mehr Wumms drauf, als in deiner kleinen Hoffnung hier oben dich zu verlieben und in seiner kleinen Hoffnung sich zu verlieben. Das hier spielt die Musik. Und im Verliebtheitsprozess spielt das eine große Rolle. Das wird jetzt hier zu weit führen, um dir das zu erklären. Vertraue mir, das Zeug, das wirkt. Wenn du jetzt mit jemandem länger zusammen bist, kommt das Zeug einfach zutage. Und dann denkst du so, oh mein Gott, wie kann ich jetzt hier Bewegung in diese Beziehung bringen? Das halte ich hier alles nicht mehr aus. Ich sage A, dann kracht B, ich sage C, dann kracht D oder ich sage E, dann schweigt alles oder dann gibt es Flucht. Immer die gleichen Abläufe. Ich möchte eigentlich Nähe und es gibt Streit, es gibt Flucht, es gibt Abwehr, es gibt Diskussionen, es gibt Schweigen, es gibt Gewohnheit, es gibt Sterben, es gibt all das, was ich nicht will. Also, warum brauchst du Sherlock Holmes? Sherlock Holmes ist Detektiv, ein guter Detektiv, der alle kleinen Details mitkriegt und sie zu einer Spur zusammenfügt, um dann den Dieb, den Mörder zu finden. Und so musst du mit den Dingen, die da ablaufen, in dir umgehen.
du brauchst einen Sherlock Holmes, der dich nicht verurteilt, der das Zeug auch nicht immer wieder versucht, doch noch wegzukriegen, sondern einer in dir, der die ganze Zeit versucht wahrzunehmen, was läuft hier genau? Was habe ich jetzt wieder gesagt, dass das mit ihm geschieht? Was hat er gerade gemacht oder gesagt, dass das jetzt gerade mit mir geschieht? Du willst erstmal nur ganz genau mitkriegen, was läuft. Und wenn du das eine Zeit lang tust, und ich glaube, das braucht wirklich Zeit aus meiner Erfahrung. Also gib dir ein paar Wochen, ein paar Monate, wo du jeden Tag mitkriegst, welches Gefühl entsteht jetzt in mir? Was genau denke ich gerade? Was ist der Glaubenssatz? Du wirst dich wundern, wie oft du über den anderen kritisch denkst und so Sachen schon in dir laufen. Oh, jetzt wieder. Jetzt macht er das wieder. Es nervt. Jetzt macht er das wieder. Und dann wirst du merken, dass du in dir selbst ständig solche Sachen denkst wie, ach, es macht keinen Sinn mehr, ach, ich weiß auch nicht mehr. Das alles tut Wirkung. Auch wenn du es nicht sagst, es tut Wirkung. All diese Gedanken, all diese Gefühle, die sich wiederholen, die haben Kraft und die wirken in eurer Beziehung. Das heißt, du kriegst es erstmal mit. Das ist der Sherlock Holmes. Der will jede Spur genau verstehen lernen. Dann kommt die Mutter Teresa. Du wirst auf einmal feststellen, dass im Zweifel sowohl du ein Wesen bist, was verletzlich ist, was hilflos ist, was überhaupt nicht mehr weiter weiß, aber du wirst es, wenn du sehr ehrlich deinen Sherlock Holmes losschickst, bei deinem Partner erkennen, dass das nicht einfach nur so ein stumpfer Typ ist oder so einer, der einfach nur Krieg will oder der überhaupt nicht liebevoll ist oder irgendwas, sondern du wirst merken, wenn du wirklich ehrlich forschst, der kann gar nicht besser. Er weiß überhaupt nicht wie. Und jetzt braucht es, dass du dein Herz aufmachst. Dass du siehst, da ist jemand, der nicht mehr Beziehung kann als das. Ich werde dir das noch ausführlich hier erklären und ich erkläre es immer wieder und zeige es immer wieder in meinen Programmen mit den Frauen, warum der andere nicht mehr kann. Deswegen ist er genauso, wie er gerade ist. Nicht, weil er dich ärgern will, sondern weil das das Maximum ist, was er kann. Jetzt ist allerdings die Mutter-Teresa-Ebene die ganz große Falle für ganz viele Frauen. Warum? Weil viele Frauen spüren, dass es hier nicht weitergeht und dann zerstören sie sich lieber selbst, verlassen komplett den Weg der eigenen Wahrheit, der eigenen inneren Übereinstimmung, um mit diesem anderen Menschen noch in Kontakt sein zu können, der nicht in der Lage ist, Liebe zu leben. Das ist nicht Mutter Teresa. Das war eine sehr klare Frau. Du öffnest dein Herz und jetzt kommt der Jürgen Klopp ins Spiel. Du weißt, da herrscht Hilflosigkeit in dir, da herrscht Ohnmacht in dir, da gibt es alte Wunden in dir und das Gleiche gibt es bei dem anderen. Jetzt verharrst du aber nicht, sondern jetzt kommt der Jürgen Klopp für alle Frauen, die so gar keinen Fußball in sich haben. Also ich habe ungefähr 2% Fußball, also ich bin auch überhaupt nicht Fußballer, aber Jürgen Klopp, diesen Legende-Trainer, der sagt sogar mir was. Jürgen Klopp wird von allen Spielern geachtet, verehrt, geliebt und bringt die Spieler gleichzeitig zu größtmöglichen Leistungen. Deswegen ist er so ein legendärer Trainer. Es braucht so einen Jürgen Klopp in dir oder nennen wir es die Susanne Klopp in dir. Du musst wissen, damit diese Veränderung kommt, musst du jetzt antreten und diese Teile in dir, die zum Beispiel mauern, sich opfern, die trainieren, dass sie neue Wege gehen. Und das braucht es wieder und wieder und wieder. Das ist eine tägliche Arbeit in Beziehung. Du wirst sehen, dass du ganz oft sowas machst. Dazu mache ich auch nochmal ein Video. So dieses Verschließen, die Abwärtsspirale nehmen, ins Opferbewusstsein gehen. Das sind ganz natürliche Bewegungen in deinem Inneren. Und das musst du trainieren, dass es einen anderen Weg nimmt. Jeden Tag fängst du an, das zu denken und du entscheidest dich, weil du ja Sherlock Holmes hast und merkst wieder, oh, ich gehe wieder die Abwärtsspirale. Stopp.
Ich denke ganz bewusst jetzt einen anderen Gedanken. Das braucht Training, das braucht Disziplin, das braucht, dass du wirklich, wie soll ich sagen, dich hingibst der Tatsache, dass es keine Veränderung gibt, wenn du dich nicht veränderst. Das ist was, was wir Menschen aus irgendeinem Grund einfach nicht so richtig in unserem Bewusstsein haben. Dass wenn du immer das Gleiche denkst, wenn du immer das Gleiche fühlst und wenn du dann noch immer das Gleiche machst, dann wird alles gleich bleiben. Aber dadurch, dass all deine Denk- und Fühlgewohnheiten und all deine Verhaltensgewohnheiten und deine Glaubenssätze so oft gedacht, gefühlt und eingeprägt sind, ist es nicht einfach, dass du ein Buch liest, das dir irgendwas erklärt, das dir die Funktion deines inneren Kindes erklärt oder dir erklärt, wie Beziehung funktioniert und dann auf einmal ist es anders. Jetzt kommt der Jürgen Klopp. Die Menschen, die ich dabei begleiten durfte, deswegen mache ich meine Programme alle mittlerweile ein Jahr oder anderthalb Jahre, die ich dabei begleiten durfte, dass sie am Ende so eines Jahres gesagt haben, so, wow, hier ist alles so anders, es ist so viel besser, die Dinge, die ich nicht für möglich hielt, die sind jetzt aufgegangen. Das sind die, die nicht in der Mutter Teresa stecken geblieben sind, sondern die den Jürgen oder die Susanne Klopp in sich aktiviert haben.